Seid mir übrigens meine Gaming-Freunde, hier ist wieder Mario Marcel. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video zu Captain Tsubasa Dream Team. Heute werden wir wieder ein paar Transfers machen. Genau. Es gibt wieder einige neue Transfers. Wir haben hier oben zum Beispiel jetzt die neuen Originalspieler. Den machen wir heute allerdings nicht. Ich habe überlegt, wir machen heute den mexikanischen Transfer. Kampf der internationalen Krieger, mexikanischer Fußballtransfer. Dort sind zwei Featured-Spieler drin, die wir gerne ziehen wollen, beziehungsweise mein Hauptziel wäre dieser Hugo Ramirez, der willensstarke Kommandeur. Der sieht gar nicht schlecht aus, gute Angriffswerte, gute physische Werte und auch relativ gute Verteidigungswerte für einen offensiven Mittelfeldspieler. Ihr seht hier die Fähigkeiten, Schwingschuss, Hugo-Schrittfolge, hartgeschlagener Pass und Schnellabfangtechnik, sprich ein S-Schuss, ein S-Dribbling, ein A-Pass, eine A-Abfangtechnik, gar nicht so schlecht, finde ich. Dann haben wir hier eine Bandefähigkeit, die wir mit der Potenzialentwicklung freischalten könnten. Bei drei oder mehr Spielern vom K-Typ, Parameter aller Spieler plus 1%, auch nicht so schlecht. Dazu noch eine Eigenschaftssenkung, also eine Bande, die die gegnerischen Fähigkeiten senkt. Minus 5% der gegnerischen Team finde ich auch nicht schlecht. Die Medaillen habe ich auch am Start, also den könnten wir dann direkt entwickeln. Vielleicht machen wir das auch heute auch mal ein Video, damit ihr mal seht, wie das genau vonstatten geht, falls ihr euch nicht so gut auskennt. Falls wir einen ziehen, das ist erstmal die Hauptfrage. Also das wäre der Hauptzieltransfer. Dann haben wir noch den Ricardo Espadas als Stürmer, himmelsdurchstoßender Stürmer. Problem bei ihm ist halt, er ist ein Spieler, der auch ein Torwart ist. Und ich habe da halt einen guten Torwart, den ich meistens spielen lasse in den Teams von nicht Japan. Deswegen würde er bei mir wahrscheinlich nicht so sehr passen, wobei er natürlich einen richtig guten Angriffswert hat auch. Mit dem Kondorschlag und dem Trickschuss hat er auch einen niedrigen und einen hohen Schuss, sprich keinen normalen Schuss, aber die Kondoropfertechnik noch dazu. Bietet eine Teamfähigkeit, super Zusammenhalt mit 5 oder mehr nicht-japanischen Spielern vom K-Typ, plus 20%, auch sehr gut. Beim Ramirez waren es ja vom grünen Typen, vom G-Typen, plus 20%, beides sehr gute Fähigkeiten, die ich noch gerne mitnehmen würde. Die Bande hier, bei 5 oder mehr Spielern vom K-Typ, alle Spieler plus 2%, auch wieder interessant. Jetzt muss man gucken, wie man sich sein Team zusammenstellen kann. Spezialist für hohe Bälle, Flanken von Stürmern des eigenen Teams werden garantiert zu einem hohen Ball, cool. Unterdrücken, aufheben und Preis des Spielgetümmels war nach verlorenem Matchup beim nächsten Kommandoauswahl durch den Gegnereigenschaften des Gegners minus 10. Okay. Auch nicht schlecht eigentlich. Mal gucken. Auch Rising Sun Spieler werden wir mal gucken, ob wir beide kriegen vielleicht. Den Transfer, den wir machen, dem Banner ist hier dieser Step-Up-Banner. Dort haben wir 6 Stufen. Erste Stufe kostet 30 Bälle, zweite 40. Die dritte Stufe bietet eine SSR-Spielerwahrscheinlichkeit von 50%. Die vierte Stufe einen garantierten SSR-Spieler, was wie immer heißt, es muss nicht ein Featured-Spieler aus dem Banner sein, kann aber. Auf Stufe 5 kriegen wir nochmal einen Ball, einen schwarzen SSR-Ball plus 10 dazu, ist auch ganz nett. Und auf Stufe 6 kriegen wir einen der beiden Spieler garantiert. Also werden wir die 6 Stufen durchballern. Das heißt 70, 120, 170, 270 Bälle, das ist okay. Wir haben im Moment ein paar auf Kante, die werde ich mal investieren, denke ich. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch an. Wenn ihr Bock habt, ja, drückt mir gerne den Daumen. Mal schauen, was passiert. Ich hoffe natürlich auf was Gutes. Kann sein, dass wir zwischendurch einmal ein paar Spiele verkaufen müssen, weil ich wahrscheinlich nicht noch Platz habe. Das werde ich euch wahrscheinlich rausschneiden, damit ihr es nicht sehen müsst. Erster Transfer, hier ist nichts garantiert. Oh, Blitze. Oh, das sieht gut aus. Okay, es sah alles gut aus, außer jetzt. Vielleicht ein Versteckter. Ja, ein Versteckter, nice. Ricardo Espadas, sprich der Spieler, den ich nicht unbedingt gerne haben wollen würde. Also der nicht mein Hauptziel war, aber nehme ich natürlich gerne mit, ist ein super Stürmer. Ja, nice. Haben wir schon mal den ersten. Ich balle auf jeden Fall die 6... Steps durch, weil auch Kopien wären nice, um die Spieler zu verstärken. Gerade für den Ramirez ist das nicht schlecht. Im Mittelfeld ist es wirklich richtig gut mit dem neuen Limit Break, dass man da mehr Fähigkeiten hat, finde ich. Also den Limit Break höher machen kann. Stufe 2, 40 Bälle jetzt. Das wird teurer. Aber wir sind schon im Soll. Oh, Blitze, grüne. Was auch immer das bedeutet. Wieder ein volles Team. Und ein Rainbow Ball. Okay, nice. Das ist ein Brolin, den ich aber schon habe. Okay. Nicht schlimm. Im Moment ist es auch so, im Moment werden immer mehr Spieler Potenzialfähigkeiten freigeschaltet, die wir schon bestehend haben. Sehr interessante Zeit im Moment bei Captain Tsubasa Dream Team. Komm, mache ich den nächsten. Stufe 3. Jetzt 50% SSR-Chance. Oh, das sieht gut aus. Hier ist der Pfeil sehr buntig und wir haben auch Konfetti-Regen.
Ich bin gespannt. Das sieht nicht gut aus, oder? Nur 6 Mädels. Ein Regenbogenball ist dabei. Okay, ein Regenbogenball ist dabei. Okay, es ist ein Yun Mizugi. Ich habe jetzt keine Ahnung, welche. Das ist mal gucken, was der kann. Hallo? Ach, draufdrücken einfach nur. Der junge Edelmann des Spielfeldes kehrt zurück. Ah, Japan-Asien-Quali über Kopfblock und Topspin. Sieht jetzt ganz ehrlich nicht so gut aus. Nehme ich aber gerne mit. Ja, weiter geht's. Jetzt ein SSR-Spieler garantiert. Hoffentlich wieder ein guter. Okay, das sieht... Keine Blitze, aber jetzt das volle Team. Seltsam. Da ist der SSR-Ball. Ich liebe Regenbogenbälle, wirklich. Und wir sind durch. Wir haben es eigentlich durchgeschafft. Hugo Ramirez, willensstärker Kommandeur. Mir jetzt die Frage, machen wir wirklich weiter? Aber 6 machen wir, ganz ehrlich. Es sind jetzt nur 100 Bälle. Und da kriegen wir auf jeden Fall nochmal ein. Auch wenn es nur eine Kopie ist. Oh, noch ein versteckter, was? Nochmal ein Ramirez. Okay. Okay, das ist nice. Damit kann ich leben. Jetzt nochmal 100 Bälle und dann war's das. Wir haben jetzt schon drei Spieler gekriegt. Gut, ich bin zufrieden. Das ist schon wieder Blitze. Okay, das sieht schlecht aus. Nur 3 Spieler, das ist nichts. Da kann auch Roberto Hongo nichts mehr retten. Ich hoffe, diesmal schaffe ich das Video zu machen. Ich habe nochmal einen Transfer gemacht zwischendurch, den ich nicht als Video gebracht habe. Ich weiß nicht warum. Ich habe die Zeit nicht gefunden. Okay, das war definitiv großer Mist. Schaffen wir jetzt noch, ohne dass ich leer machen muss. 10 SSR-Bälle, nice. Nein, schaffen wir nicht. Okay, wir verkaufen mal die ganzen Balkspieler. Im Paketverkauf verkaufe ich immer alles an NR-Spielern. So, dann haben wir nämlich 27 Plätze frei und das reicht für den Transfer. Und dann räume ich dann wieder in Ruhe auf, wenn ich Nani allein unterwegs bin. Ohne euch. Okay. Letzte Stufe, ein garantierter. Ich bin gespannt. Okay, lila Blitze. Misaki und Tsubasa. Und die Girls sind am Start. Wow. Kein Ball, das heißt, wir haben wieder einen versteckten. Viele versteckte im Moment, krass. Direkt der erste. Herzlich willkommen, Ramirez Nummer 3. Sehr gut, der wird ordentlich hochgepumpt. Finde ich gut, weil, wie gesagt, der offensive Mittelfeldspieler kann auf jeden Fall ein bisschen was gebrauchen an mehr Limitpunkten. Weil auch die Fähigkeiten defensiv nicht schlecht wären. So, wir sind durch mit dem Transfer. Ich habe euch aber gesagt, wir entwickeln einfach mal einen Spieler. Wir entwickeln mal den Ramirez hoch. Den Limit Break mache ich noch nicht, weil ich noch überlege, ob ich noch Fähigkeiten runterhole. Oder? Dann seht ihr auch, wie das ist. Also wer jetzt nur Transfer sehen wollte, kann jetzt gerne abschalten. Ihr habt ja gesehen, dreimal Ramirez, einmal den Espadas und ein bisschen was Kleinzeug, was jetzt nicht nennenswert war. Aber es war in allem ein sehr guter Transfer heute. Muss man definitiv sagen. Wir sehen jetzt nochmal die Spieler hier. Ich sortiere mal nach Aktualität. Und dann sehen wir hier 3 Ramirez, einmal Espadas, den Mizugi und den Brolin. Die waren jetzt nicht Rede wert, aber ansonsten... Lässt sich das sehen. Wir fangen an, den Ramirez-Mode zu machen heute als Beispiel. Da sehen wir schon, die Werte sehen echt gut aus. Auch jetzt am Anfang schon ohne was. Jetzt haue ich erstmal Bücher rein. Früher war es ja so, man konnte da auch Werbung schauen. Jetzt geht das nicht mehr. Deswegen kommen wir einfach auf 80 voll erstmal am ersten. Und investieren die. Das machen wir jetzt, damit wir den Spieler gleich auf die nächste Stufe anheben können. Ich überspringe das mal. Jetzt können wir nicht weiterentwickeln, dass er diesen SSR zu UR-Status kriegt. Das sind dann quasi die besten Spieler. So, Items habe ich, glaube ich, in allen en masse am Start. Zack, jetzt kriegt er den schönen Ultra-Rahmen. Noch bessere Werte, aber er sieht auch Level 1, deswegen müssen wir jetzt wieder trainieren. Dafür haben wir wieder unsere Bücher hier, unsere grünen. Bauen wieder drauf bis 99. Jetzt geht es 99, vorgehen bis Level 80. Ganz wichtig ist, in der Stufe mache ich auch schon, dass ich hier die Fähigkeiten trainiere, denn dann spart man ein bisschen Geld. Ich investiere jetzt einfach mal einen von den alle Max. Ganz ehrlich, ich habe so viele davon mittlerweile. So. Und dann haben wir das auch schon mal durch.
So, jetzt sehen wir schon ganz ordentliche Werte. Nächste Entwicklung ist die Potenzialentwicklung. Dafür braucht man Potenzialentwicklungs-Items. Hier oben seht ihr die, diese blauen und grünen, die haben wir dafür natürlich am Start. Alles fleißig gefarmt die ganze Zeit. Was machen wir jetzt? Dann können wir nämlich das Fähigkeitsfeld besuchen. Wie gesagt, ich mach das, damit das vielleicht auch mal Leute sehen, die noch nicht so viel mit dem Spiel zu tun gehabt haben. Jetzt öffnen wir direkt das Fähigkeitsfeld. Fragt uns direkt. Hier seht ihr das Feld, noch nichts aktiviert. Ich denke, ich kann einfach auf alles auswählen gehen. Ja, ich habe alles am Start, was er braucht. Damit wird alles freigeschaltet. Wichtig sind halt immer, ich mach mal weg, hier diese Punkte. Das sind nur die Spezialfähigkeiten, wo dann wirklich irgendwelche richtig starken Fähigkeiten aktiviert werden. Diese anderen Punkte sind einfach nur, hier ist ein Punkt Stärke, hier ist ein Punkt Tackling, glaube ich. Da ist eine Spezialfähigkeit, da ist Technik. Also ihr seht, das sind einfach nur einzelne Punkte für die Fähigkeiten. Gehen wir auf alles auswählen. Und hier sehen wir, er kriegt jeden Wert um 100 höher, 120 Ausdauer noch dazu, richtig gut, und halt diese Fähigkeiten. Das ist sehr spannend bei vor allem älteren Spielern, wenn die jetzt im Nachhinein nachgepatcht werden mit einer Potenzialentwicklung, dann sind hier oft die Werte mega hoch, so um die Tausender oder so gibt es teilweise dazu, dass die dann wirklich auf aktuelles Niveau kommen. Das ist sehr interessant, so werden auf einmal schlechte Spieler richtig gut wieder, oder vermeintlich schlecht gewordene Spieler. Sehr gerne machen die das aktuell mit Traumfestival-Spielern. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall unsere Entwicklung. Wir hauen einfach alles durch, weil wir haben alles am Start, was wir brauchen. Deswegen farme ich immer viele Sachen im Voraus zwischendurch. Unser guter Trainer, Spieler ist jetzt schon mal in einem Level, wo wir ihn benutzen könnten, aber immer noch nicht fertig. Wir nehmen uns jetzt diesen Ramirez hier. Bei dem würde ich gerne einmal diese Hugo-Schrittfolge runterholen. Ich zeige euch nur das Beispiel. Die sichere ich mir. Weil das ist ein S-Dribbling, das können wir vielleicht noch für irgendeinen anderen kommenden Ramirez gebrauchen, weiß ich nicht. Das können wir mit allen Fähigkeiten machen, die nicht die Hauptfähigkeit sind. Die Hauptfähigkeit bei ihm ist der Schwingschuss, den können wir nicht runterholen, weil das die Hauptfähigkeit ist. Um die runterzuholen, müssen wir den Spieler opfern. Das machen wir jetzt nicht, deswegen verweichen wir das mit dem zweiten noch. Aber den hier machen wir jetzt komplett weg. Den Pass und die Abfangtechnik lassen wir erstmal liegen, die braucht man nicht, glaube ich. Haben wir jetzt runtergeholt. Dann wechseln wir auf den Menüpunkt Grenzen sprengen. Dafür braucht man eine Doublette. Die haben wir ja hier. Sortieren nach aktuellste einfach. Genau, da. Dafür brauchen wir seine Doublette. Da können wir bis zu 4 reinhauen, theoretisch. Wir haben jetzt nur eine davon. Die erste haben wir die Attacken vergessen lassen. Die nehmen wir mit rein. Ein Spieler wurde ausgewählt. Genau, bla bla. Machen wir natürlich. So, Folge. Der Schwingschuss wird um 10 erhöht. Das ist ziemlich nice. Wir kriegen einen weiteren Fähigkeiten-Slot, den sechsten quasi. Und wir kriegen Grenzen durchbrechen um 25 erhöht, also 25 Punkte mehr zu verteilen. Das geht bis 200 hoch, das ist richtig gut. Wir kriegen noch Münzen, also alles sehr nice. So, damit haben wir es auch schon mal. Und jetzt können wir theoretisch noch den Limit Break machen, das ist das Grenzen durchbrechen, das ist hier, da wo der AOE drauf ist. Der Filter ist natürlich wieder alle komplett anders eingestellt, als es sein sollte. Da haben wir ihn wieder, den Ramirez, ihr seht ihn hier. Und den hauen wir mal, wir fangen an, es ist ja ein Mittelfeldspieler eigentlich, aber er hat halt Schuss mega gut, wir fangen damit an. Am Ende kann man wenn man alle 4 Doubletten reingejoint hat, dann kann man bei dem Spieler wirklich alles hochmachen. Dribbling ist auf jeden Fall gut, weil er ein gutes Dribbling hat. Das machen wir auch mal hoch. Ihr seht, jetzt haben wir schon 100 gleich weg. Und dann opfere ich noch den Rest erstmal hier für offensive Passfähigkeiten. Da mache ich 21 und 4. Das mache ich meistens so, weil das von der Formel her ganz gut passt. So wurde mir das gesagt. Oder habe ich mir das eingebildet? Weiß ich nicht. Und damit kriegen die Werte schon ordentlich hoch. Ihr seht 1000, 1000, 900, 1000, 1000 und 200. Also wir kriegen die Werte jetzt echt nochmal 5000 hoch ungefähr. Ja, 5000 kommt hin. Kosten jetzt diese Talismane, die habe ich auch, die farme ich jeden Tag, deswegen habe ich da in welchem Überfluss. Jetzt könnten wir halt noch 3 Doubletten da reinhauen, dann wäre er quasi maximiert, dann wäre er komplett fertig. Dann würde ich wahrscheinlich alle Fähigkeiten maxen, bis auf Block, weil Block für einen offensiv Mittelfeldspieler ist relativ sinnlos. Alle anderen werden danach gemaxt, denke ich. Was man jetzt noch machen müsste, um diesen Spieler komplett spieltauglich zu machen, wäre die Fähigkeiten hochbringen. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, dass man hier... Achso, steht gerade hier auch Mexikaner. Sehr gut, da unten ist er. Ich hatte vorhin ein bisschen mit Mexikaner experimentiert. Zum Beispiel das Dribbling würde ich relativ schnell versuchen hochzumachen. Da haben wir hier noch ein paar Ramirez-Bälle habe ich noch am Start, die nehme ich dafür. Dann habe ich hier noch ein paar Dribbling-Gold-Bälle am Start, die nehme ich auch dafür.
Und dann haben wir noch, ja, komm, nehmen wir den schwarzen Zehner noch da rein. So. Dann haben wir hier schon mal ein Level von 50. Da ist es wichtig, möglichst schnell auf 99 zu kommen, dass man wirklich die maximale Power aus seinen Spezialfähigkeiten rausholt. Das schaffen wir jetzt noch nicht, da habe ich nämlich so viele Bälle, ein paar spare ich mir immer für Notfälle. Aber wir können schon mal gucken beim Pass, dass wir den hochkriegen. Dann haben wir auch noch silberne Ramirez-Bälle, die ich da reinstecken kann. Den goldenen auf keinen Fall, die nehme ich nur für die guten Fähigkeiten. Hier haben wir 25 silberne Passbälle. Auch komplett da reinhauen. Ich denke, dann können wir die 80 direkt erreichen. Ja, hier 540 Silberbälle habe ich noch auf Lager, dann machen wir die 80 direkt voll. Gleich machen wir beim Abfangen auch noch. Dann müssen wir nur noch den Schuss und das Dribbling irgendwann hochleveln und der Spieler ist schon relativ brauchbar. Ich hoffe, es ist interessant für euch, das zu sehen vielleicht. Wie gesagt, wenn nicht, hättet ihr schon vorab schalten können. Ich bin euch da nicht böse, wenn ihr das nicht sehen wollt, aber vielleicht hat das den einen oder anderen noch interessiert, einmal zu sehen, wie man so ein Spiel entwickelt. Ich weiß nämlich von einigen, dass sie vielleicht noch nicht, oh, ich habe ein anderes Spiel, ich opfern kann, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Deswegen behalte ich auch immer SSR-Spieler, weil manche SSR-Spieler haben halt die Fähigkeit, hier schnelle Abfangtechnik haben relativ viele und dann joine ich die immer zusammen. Zum Beispiel sehen wir hier auf dem Takeshi habe ich schon fünfmal zusammen gejoint, aber die behalten wir erstmal. Wir machen hier erstmal die Bälle weg, die silberne, da habe ich noch relativ viele. Und ich habe noch da andere schnelle Abfangtechnik von anderen Spielern, die verwahre ich aber auch erstmal. Vielleicht kriegen wir den Spieler hier irgendwann. Wir investieren jetzt einfach die Bälle komplett da rein, wir haben ja 507. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es, ich weiß auf jeden Fall, dass es ja einige von euch gibt, die das Spiel noch nicht so gut, noch nicht so lange spielen, daher vielleicht noch nicht genau alles wissen, wie es funktioniert. Deswegen ist es vielleicht interessant, wenn ich das einmal komplett vormache und erkläre, was es so ein bisschen bringt. Generell gilt ja, wenn ihr sonst noch Fragen habt, einfach raushauen. Ich bin da bereit, immer Rede und Antwort zu stehen und ich habe auch Leute an der Hand, wo ich mich mit austauschen kann, falls es Sachen gibt, die ich noch nicht so gut beherrsche, um Rückfrage zu halten. Unser Ramirez, die wir gezogen haben, sieht ja schon sehr brauchbar aus, denke ich. Da kann man einiges mit machen. Den Schuss und den Dribbling muss man jetzt noch hochbringen. Vielleicht noch irgendwie einen Tacticing besorgen oder einen Doppelpass wäre nice, wenn es das gibt, weiß ich nicht genau, muss man gucken. Ansonsten wisst ihr noch, nur noch drei Spieler zum Reinjoinen kriegen, auch nicht schlecht. Wahrscheinlich werden die Spieler auch hier in den SSR-Pool aufgenommen demnächst, dass man die mit den normalen Gacha-Tickets kriegen kann, das weiß man noch nicht genau, aber kann man eigentlich von ausgehen. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video, ihr habt gesehen, die Transfers waren eigentlich echt gut heute. Ich kann ja nochmal ganz kurz die Übersicht zeigen, was jetzt noch übrig ist. Genau, das sehen wir so noch. Wir haben natürlich auch noch hier den guten Espadas gezogen. Den level ich gleich zu, für mich persönlich einfach so nebenbei hoch. Das müsst ihr nicht mehr sehen, denke ich. Und diese anderen beiden hier, den Brolin und den Mizugi, das war auch nicht so schlecht. Nehmen wir mit. Generell haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 SSR-Spieler gekriegt in 6 Stufentransfers. Man kann sich nicht beschweren, würde ich sagen. 2 waren garantiert, 6 haben wir gekriegt. Nice. Dann würde ich sagen, euch allen wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, einen guten Start in die Woche. Heute ist Montag, also lasst euch nicht von der Woche ärgern, zieht die Woche gut durch und dann kommt das Wochenende auch wieder. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein, bis dann, tschüss, euer Marcel, ciao, ciao.